Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Frankenstein, The Monster Returns. Ja, von Bandai kann durchaus ein nicht so schlechtes Game sein, ist halt ein Lizenztitel, macht mir ein bisschen Angst. Copyright 1990, also in der Mitte der NES-Area erschienen. Ja, was soll's, einfach mal reinschauen. Aha, Start Continue gibt's hier, wir machen mal Start. Namen, ja, haben wir. Rob. Road 64 gibt's hier nicht, muss ich mich mit Rob begnügen. Okay, jetzt gibt es ein bisschen Geschichte. Die schlafenden Bewohner. Sie leben in Frieden. Aber bald werden sie lernen, wie schrecklich diese Welt ist. Gut, überspringen wir das. Go to Stage 1, go. Das ist wieder ein interessanter Pixel-Look hier. Gucken, links, rechts. Hüpfen. Hauen. Hauen. Hüpfen und hauen. Wie habe ich Fußtritt gemacht? Fußtritt ging doch auch gerade irgendwie. Aha. Keine Ahnung, ich ab und zu dritte mit dem Fuß auch. Hüpfen rauf, hüpfen runter, hüpfen links, hüpfen rechts. Ich komme nicht drauf, wenn er mit dem Fuß tritt, Leute. Egal. Was ist denn das? Mietzekatzen? Bleib Mietzekatze, geh weg. Warum kann ich nicht hauen? Ui, ich muss niesen, Leute. Ich muss niesen. Entschuldigung. Weiter weg ging's nicht vom Mikro. Und nein, ich schneide nichts. Ich schneide keine Let's Plays. Leute, ich muss über 700 NES-Games spielen. Wenn ich da irgendwas zum Schneiden anfange, dann wäre ich nie fertig. Da muss ich mich leider entschuldigen. Jetzt habe ich eine Keule eingesammelt gehabt. Keulen sind gut. Und tschüss. Du kriegst auch eine drauf gebrezelt. Jetzt kann ich schießen. Schießen ist natürlich gut. Hüpfen für ein Herzall. Na ja, bitte, also. Es gibt was zum Einsammeln. Es gibt irgendwie. Man kann stärker werden. Ich bin schon fast glücklich. Die Mechanik irgendwie, naja, schon sehr rudimentär ist. Was passiert jetzt? Kann ich denn noch weit nach rechts gehen? Nope. Okay, ich muss die Sequenz anscheinend irgendwie überleben. Ich habe gehofft, dass ich da irgendwie raufhüpfen kann. Ah, da ist ein Trank. Sehr gut, Trank hält mich volle Kanne. Gut zu wissen. Was ist jetzt? Kann ich jetzt nach rechts gehen? Ja. Da ist ein hübsches, mit Moos bewachsenes Haus oder Efeu. Ah, die Fliege killt mich hier. Warum mich die Fliegen killen? Wahrscheinlich sind das Monsterfliegen. Ah, es ist unberechenbar, diese blöde Fliege. Okay, was ist das für ein Schleim? Ah, böser Schleim. Geh weg, böser Schleim. Aha, jetzt kann ich da reingehen. Aha. Was ist das? Da kriege ich was. Extra Herz, oder was? Sehr fein. Extra finde ich immer gut. Aha, da muss ich da wieder rausgehen auf die Richtung. Aha. Ja, also, es könnte wirklich schlechter sein, das Spiel. Ich meine. Die Kampfmechanik, mit der bin ich nicht ganz glücklich, muss ich sagen, aber ansonsten, das bringt Start eigentlich nichts. Select,
Klingt auch nichts. Okay, wenn ich hier reinschauen darf, ob es da was drin gibt. Aha. Da gibt es wieder ein Untergrundlevel. Der schießt mich ab. Jetzt bin ich da unten gelandet, okay. Kann ich da irgendwie wieder rauf? Ah, Fisch, Fisch, Fisch. Wieso soll ich den erkennen? Kann ich nämlich. Ah, da kommt. Ah, das ist so schnell. Das kann ich nicht so schnell checken. Ich komme doch nicht mehr rauf, okay. Oh ja, da komme ich rauf. Endboss. Wasserdrachen, haha. Hahaha. So, da. Okay, ich muss dich wohl platt machen. Okay. Ah, ich möchte da wieder rauf, irgendwie. Ah, okay. Komm an. Ja, continue, gib her. Gib mir continue. So, da. Gleich nochmal. Versuche ich oben zu bleiben und durchrushen. Alles andere ist sinnlos. So viel zum Thema durchrushen. Komm, stirb, du Klumpert. Stirb einfach. Die Reichweite von den Dingen ist wirklich super beschränkt. Geh kaum, bitte. Die Gegner nerven aber nur. Das Kämpfen, muss ich sagen, das macht einfach keinen Spaß. Weil das ist so geringe. Ah, und das ist einfach zu plötzlich, dass man das. Das sieht's kaum. Okay, jetzt kommt wieder der Wasserdrachen. Ja, komm. Spar dir die Ansprache. Ich kenne dich jetzt schon. Okay, in einer Insel einen drauf gekriegt. Und wieder Insel einen drauf gekriegt. Super. Die Seite, er spritzt nach oben. Ja. Wieso komm rauf da, komm rauf. Ah. Ah, hat mich erwischt. Puh. Irgendwie keine Lust mehr eigentlich. Ah, es sind noch nicht 10 Minuten um. Ich ziehe es durch die 10 Minuten, aber. Spaß macht das keinen mehr. Ich renne einfach so weit es geht. Wenn man schießen könnte, wäre man jetzt natürlich klar im Vorteil. Da kommt er schon, der Wasserdrachen. Haha. Come on. Aber dass man die Ansprache nicht wegklicken kann. Ja, ich habe mich ich ein einziges Mal wenigstens treffen. Komm schon, wie soll ich dich treffen? Ja, ausweichen, ich weiche hier aus. Ja, ich weiche aus. Weiche aus. Vielleicht muss ich da unten. Ja, ich habe einmal getroffen. Okay, von der Ferne angreifen. Scheint eine gute Strategie zu sein. Ah ja. Okay, wenn er das zweite Mal auf mich unten feuert, dann drüber. Na? Ah je. Okay, mich versenkt. Noch immer keine 10 Minuten, aber ich bin tot. Naja. 9 Minuten 45 Sekunden, lassen wir das mal gelten. Frankenstein. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich sehe Potenzial, aber leider die Kämpfe machen keinen Spaß und das Gegnerdesign ist auch eigentlich miserabel. Es fühlt sich einfach so an wie irgendwas. Und es gibt so richtig nichts zum
die Drops sind auch einfach zu willkürlich. Ja. Nein, Leute, nein. Muss ich leider sagen. Leider. Das war leider nichts. Nein, danke. Das war Frankenstein. Und das war wahrscheinlich heute mein letztes Let's Play, das ich aufgenommen habe. 3 in Folge, das reicht. Hier unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer YouTube-Postfach und da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Über 200 NES-Games sind es bereits und es werden täglich mehr. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und Kommentare, Leute. Kommentieren, kommentieren und kommentieren.